Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Beyond Blue. Schade. It's a big ocean. You gotta be able to see what's worth spending your time on. When I'm down there in a submarine and I'm seeing all these animals, it's always about which one of these is new, which one of these has not been seen before to science. Why do these animals come here as opposed to there, and where are they going? There are really tangible things that we can do now to start answering some of these questions, but as the technology develops, we can become more and more and more and more sophisticated. Technology is emerging on all fronts. We're using all this side-scan sonar and hydrophones to map things out. We can use these sound underwater surveillance systems to actually track whales and see them move all around the ocean. There's a new field called environmental DNA, where you just look at the sloughed off cells that are in the water to know who was there. Oh, the whale shark was just here. Can we follow it? And you sniff the trail of the whale shark's DNA. How am I going to understand a shark if I'm thinking like an old world primate? We're totally different. It took me several years to look at the eyes, to look at the hardware, to measure the light, and to build the camera so we could get all these hints into how that shark might be seeing the world. It's like a detective story. What we know as humans about whales comes from just a few scientists so far, like Roger and Katie Payne. They had background in music, and by kind of mapping out the songs, noticing that if they would look at this almost like a song sheet, every 15 minutes or so there would be a repeat. Only male humpbacks sing, but the function of their song is still mysterious. The general belief is that whale songs serve the same purposes that bird songs do, as ways for males to advertise for mates and to challenge rivals. But why they change their songs is still unknown. Taking that information from whales and passing that to us humans was one of the most transformative pieces of narrative to feed the Save the Whale movement and maybe save some whales from extinction. These animals are sharing this world that might have been millions of years going on in their world, and suddenly, for the first time, we, as humans, are tuning in. Hey, it's Ren. Leave a message at the beep. Is there actually a beep? Hey, Ren, why's your phone off? You said this was a good time to call. Ignore that. Someone was messing with my whales today. I was just hoping I could vent to you a little. I hope your test went well. Hey, we had a whale-a-palooza today. Anyway, give me a call when you can. The whales say hi back. Hey, Mirai. How are you? Doing all right. How are you feeling? Any better? A bit. I might finally be getting my sea legs. Next step? Diving. One step at a time, Mirai. Okay, but I promise you, it'll change your life. Is Andre with you? No, just me. Andre is analyzing some sound files in the other lab. I think I may have upset him. You upset him? Or that noise upset him? Because it certainly upset me. He was overreacting, and I pointed it out. I was not overreacting. Andre, I didn't realize you were on. What did you find? This is video and audio from your last dive. And this is an analysis of the sound that spooked the family. And this sound is from a Canadian marine acoustic scientist. I think the findings are pretty clear. Hmm.
signatures sound the same to me. He gave me the same test. Andre, who is messing with my whales? Deep sea miners. Here? In the research zone? It's off limits to commercial activity. And when has that ever mattered before? We don't know that they're in the research zone. They may be just outside it. We knew they were doing an impact study nearby. What are they after? That might give us a clue. They're looking for rare minerals to make solar panels. Could the sound cause trauma to the whales? The acoustic specialist said it might push them to quieter hunting grounds, but was unlikely to cause acoustic trauma. So what's the move? We should use our mapping drone to investigate their activity. And this is where our debate turns into an argument. We need that drone to map the deep sea vents before Mirai dives there. The biochemistry of these vents is the perfect cocktail for creating new life forms. If there is illegal activity there, we have to stop it. Otherwise, there will be no life forms. Why spend our short time here policing rather than researching? Let's be scientists. Mirai, your dive, your call. Ich hoffe, das ist jetzt... Also Bergarbeiteruntersuchung, hoffe ich, ist jetzt das, dass wir diese Machenschaften da untergraben können. I'll dive in the vents without a map. Nobody messes with my whales. Hey Mirai, sorry I missed you. Misplaced my phone. Whale-a-palooza? Is that a real thing? Tell whomever annoyed you, I'm coming for them. Hey, nobody messes with our whales. Does your submarine have sonar? Maybe you can find the bad guys with that. Maybe that was the answer they were looking for on my test. I was hoping to chat live too. You need to help me figure out a better plan for next semester. Miss you. Endlich habe ich herausgefunden, wo ich die Musik ausmachen kann. Das war ja schrecklich. Vor allen Dingen, denke ich mal, sind das normale Lieder. Ich weiß nicht, ich kenne die natürlich alle nicht. Das heißt, ich muss ab jetzt definitiv nichts mehr muten, sondern kann jetzt endlich mal das Spiel genießen. Das ist doch sehr nervig. Day 5. Open ocean, east of the atoll. I'm ready to play back a coda sound to Andrea to see her response. I'm definitely worried that the family has gotten smaller. Not sure if they were just spooked by that sound or if something else is going on. Staying hopeful. Ready to dive. I'm in and okay. You know, I always feel like I'm swimming in place in the open ocean. Ich kenne das Gefühl. Think the Explorer drones will flag me as biodiverse? That's what everyone says. Okay, was war das jetzt für eine komische Drohne? Jetzt höre ich gerade doppelt, jetzt höre ich gerade die Meeresgeräusche und draußen ein LKW fahren. Hallo, Wal. That song sounds familiar. Newcomer. Schwertwale. Now to get there before the noise from Andre's miner friends scares them all away. Ich würde gerne zu euch mal kurz gehen. Mondfische sind das. Oh. Okay. Ja, hallo. Komisch aussehende Fische. Ja, ich weiß, es sind Mondfische, aber ich finde immer noch, sie sehen irgendwie seltsam aus. Da ist noch ein Tümmler. Moment, da würde ich sagen, dass wir erstmal da hinten hin schwimmen. Oh, ich bin so happy. Oh, Orcas. Orcas. Baby, komm her. Du da unten bist noch ein Mondfisch. Du interessierst mich nicht. Obwohl, könnte ich dich noch einscannen auf dem Weg dahin? Kann hier noch. Oh, kommt hier. Oh, seid ihr süß. Auf die
diesen Weg muss ich mal, auch wenn sie wahrscheinlich nie dieses Let's Play sehen wird, einen schönen Gruß an meine Freundin Nadine ausrichten. Die liebt auch Schwertwale. Also sprich Orcas. I was not expecting to find Orcas here. They don't look like killers. Top of the food chain. Just like us. Minus the urge to destroy ourselves. So, wo soll ich die scannen? Da? Has anyone been tracking them? I'm still waiting to see if there's a match. Oh, ist nicht das süß! Achso, das muss ich auch aufnehmen, ne? Moment, das nehme ich gerne auf. Hello to you too. Nicht zu lange aufnehmen, weil sonst bin ich ja wirklich eine Stunde lang nur noch damit dran. Oh, guck mal. Euch habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Das sind spezielle Hammerhai. Bogenstirn-Hammerhai. Oh, nicht weg. Ich möchte euch weiter begleiten. Oh, das ist so unfair. Wo muss ich denn jetzt hin? Moment. Da muss ich erstmal hin. Alter, wo ist eine Qualle? Moment. Habe ich die jetzt? Eine Ohrenqualle? Die sollte mir aber nicht zu nahe kommen. Das ist kein gutes Zeichen. Hallo, Süßer. Hallo. Oh, ich bin gerade voll fasziniert von dem Spiel. Aber leider darf ich mich hier nicht so lange rumtummeln. Da ist noch eine Qualle. Moment. Die müssen wir mal eben einscannen. Andre, are you seeing this? Yes. That a leatherback turtle. I didn't think there were any left here. What happened? Egg poaching. And the nesting beach has gone too warm. Hab ich sie jetzt eingescannt? Ja. Das dauert hier echt lange. So. Moment. 77? Schildkröte für biologische Probe. Zoom, welche Schildkröte? Och, hallo! Warte mal einen Moment, ich muss dich mal eben scannen. Aber nicht nach mir schnappen, ja? Hallo? Ich weiß nur nicht, wo ich dich jetzt... Achso, da oben. Moment. Da ist hier tiefer. Biosample acquired. Do you think your turtles are making a comeback? Well, I wish I could be optimistic. It's just as likely our turtle is taking the long route home to somewhere else. Ja, ja. Echt schön aus. So, ja, dann gehen wir mal schnell, beziehungsweise schwimmen mal schnell hier zu dem Buckelwal, oder was ist das hier? Okay, ja. Group survey. New or a repeat? Was ich machen muss, aber so glad to hear you. Those noisy neighbors silenced enough of your friends. New whale. We'll designate this one M4 because why mess with a good thing? The sounds don't sound like the prior songs. These are more social sounds. Ich schwimme mal ein bisschen neben dir her, solange ich noch kann. Hallo. Möchtest du was mitkommen? Ich glaube, er wollte nicht mitkommen. Ah, okay, die können wir auch noch scannen. Wobei ich, wie gesagt, jetzt nicht weiß, ob wir da wirklich so viele von scannen müssen. Feels like my birthday. And that buoy is my present. Hope it's better than my last birthday. Dare I ask? My sister got me jeans that were mine for... about a week before they wandered off, never to be seen again. A mystery, I tell you. Achso, ich muss wieder. Did you not charge any of these batteries before you put the sensor in? It's not a battery alarm, it's the drone. Okay.
Okay, dann haben wir 83 da und 53 da. Dann gehen wir erstmal dahin. Können wir von euch noch ein paar einscannen? Okay, die anderen sind zu weit weg. Ich will jetzt wirklich nicht alles... Ach, das ist dieser unbekannte Hai. Sieht mir aber sehr aus nach einem weißen Hai. Nee, doch nicht. You're right. That is definitely not a dead battery. Unless we're using whale sharks as batteries now. There's already a tag on it. Then scan the tag. Yeah. Sure, like that was obvious. Yeah, come. Peilsender, ja, steht aber, ja, steht die Nummer drin. Vielleicht könnten wir darüber dann erfahren, von wem dieser Peilsender ist. I'm leaving another tag. Much better than a dead battery. Okay. Die scannen wir auch nochmal kurz ein, ne? So, wo können wir denn jetzt den 100? Der ist näher dran. Da oben ist die Schildkröte wieder. Pilotfisch. Euch hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Dolphins. Always showing off. Hey, Andre, can you make your manta drone do synchronized swimming? Guess we'll see. Let's log you in. Pochenden Hintergrundgeräusche erinnern mich so ein bisschen ans EKG-Gerät. Und da bin ich oft und viel und lange dran gewesen. Das weiß ich noch, weil es gab nämlich einen sehr frühen Frühalarm bei mir und ja, ich hatte irgendwie ständig Wehen in der letzten Woche, bevor meine Tochter geboren worden ist und immer sobald ich dann an diesem Gerät gesessen habe, waren die weg. Die waren wirklich wie weggeblasen. Ich bin da zigmal hingefahren, zigmal haben sie mich angeschlossen, wirklich von jetzt auf gleich weg. Ich weiß nicht warum, ich habe es nicht verstanden, keine Ahnung, aber es ging nicht. Ja, ich glaube, sie wäre auch gar nicht rausgekommen, hätte man ihr nicht gedroht, sie rauszuholen, wenn sie jetzt noch länger bräuchte. Ein Orca! Hello! I just met your friends. Hallo! Du hast aber die gleiche komische Verzierung auf dem Rücken. Are you sure no one's tracking them? Nothing has turned up. Pretty low weight. Irina, do you think this one could be sick? I'm honored you believe I could tell from this distance that my knowledge of disease extends to all species. Fair enough. Okay, komm mein Großer, wir schwimmen mal ein bisschen zusammen. Ich muss nämlich auch zufällig in die Richtung. Hi. Oh, du bist ein Hübscher. Du bist wirklich ein Hübscher. Oh, es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich die jetzt hier alleine zurücklassen muss. Aber ich möchte natürlich auch die Folge jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen und dementsprechend natürlich... ja, von einem Punkt auch zum anderen schwimmen und hier unsere Aufgaben nach und nach durchgehen. Ist ja schon recht spannend, ob wir jetzt noch herausfinden, ja, welche Leute hier jetzt die, die Tiere noch überwachen. Sie hat übrigens auch ein Messer dabei, das macht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Vielleicht kommt nachher doch nochmal ein Angriff. Ich weiß es nicht. Welche Leute hier die anderen Tiere überwachen und... Achso, das ist die Boje, ich dachte gerade schon. Was bist du denn jetzt? Didn't you pick this dive location because you tracked the baby's pod out here? I said they were heading in this direction.
Ja. Ach so. Ich bin hier die ganze Zeit am Warten. Ich bin ja auch doof. Ich muss ja... Ja, Kamera. Andre, ja? Switching. I don't know what range you've set, but I think I'm hearing all the animals in the Pacific. Yeah. Too many sound signals for the software to keep up. I don't know what kind of party I'm crashing, but pretty sure I'm gonna love it. Moment, Moment, Moment. Hier müssen wir einen Scanner anmachen hier. So. What is happening? It's a bait ball. Humpbacks, orcas. Very unusual, but everyone's gotta eat. Are you safe, Doug? I'll try not to be mistaken for a fish. Nee, dich haben wir noch nicht. Moment. Dich haben wir schon. Du dürft gerne fressen, aber ich muss euch alle einschauen. Never like being left out of the action. They want leftovers. Good luck to them. They're up against bigger stomachs. Buckelwal haben wir. Wir stehen jetzt hier auch mitten im Essen drin. So, den Orca haben wir auch. Sehr schön. Und nun? Nun muss ich da hinten weiter. Oh, es ist schön. Ich alle am liebsten mitnehmen nach Hause. Here they are. You were right, Andre. I guess I didn't just swim across the Pacific for nothing. So, Zoom scannen, um Kamerapeile einzusetzen. Ach so, bei dem hier jetzt, okay. Beziehungsweise bei beiden. Hat er das jetzt gemacht? Ja. Okay, und der andere war da. Hallöchen. Ich muss mal eben den Kamerapeiler einsetzen. Are there fewer than before in this pod? Or am I just getting faster at tagging? No, definitely fewer. But maybe the others are hunting. No, no, don't leave me. Well, the mother stayed with the baby this time. Okay, ready for playback? I've prepared a coder you can activate from your dive watch. Okay. Okay. First attempt to speak whale. Hopefully I won't offend her. Echo clicks. I could feel it across my body. Just checking me out. First contact. She zoom scanned you. You have no idea what that felt like. She was looking right at me. Whew, you have no idea.